Batman Arkham City featuring The Dark Knight, weiter geht's. Ja, und nach dieser fulminanten, schnellen Ansage rasen wir hier durch die Obergeschosse, hoffentlich ohne allzu lange zu brauchen, nutzen all unsere Technologie aus und hier wie ein schwarzer Blitz, wie eine schwarze Fledermaus Unheil, ich meine Gutes über Arkham City zu bringen. Sehr schön, wieder eins erwischt. Und da haben wir auch schon, was wir suchen, irgendwo. Nein, da hinten ist die Quest. Und verdammt, da sind wir gelandet. Da war ich zu langsam. So, Jokers Funland. Noch mehr Sprachnachrichten. Joker, Joker, ich höre dir nicht zu. Du bist es nicht wert, dass ich zuhöre. Oh, und da ich mich so schnell bewegt, dass er kurz nachladen musste. Tatsächlich, hier mussten echt die Texturen deutlich nachladen. Ha, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das jemals passiert. Protokoll 10 tritt in einer Stunde in Kraft. Ja, warum sagst du das so laut? Mach mich doch nicht noch mehr nervös. Oh. Bist du derjenige, von dem die Prophezeiungen berichten? Ja, wer bist du denn erstmal? Und dann kam Harley mit der Medizin da raus. Batman hat gegen Freeze... Was auch immer. Halte stets nach ganz von Person aus. Schau, ja gut, jetzt habe ich halt das Symbol hier gefunden und da gefunden. Und da fliegt irgendwie noch was rum. Ja, sehr schön. Gekämpft, sie hat sich reingeschlichen. Egal. Und die Rückseite von dem verdammten Tresor aufgeschnitten. Wer hätte das gedacht? Harley Quinn legt Batman rein. Das war sicher Jokers Plan. Das hat hey, sich nicht Bat, selbst ausgedacht. Ich bin's. Oh, das war dumm, ich wollte nicht landen. Habe ich die Sicherheitsvorkehrungen im Stahlwerk erhöht? Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Aber ich glaube, du wirst dort nicht hineinkommen. Oh, das wird zu emotional. Der Teufel hat er dies an dir gar nicht vorstellen, dass du da draußen sterben könntest. Ich sehe dich vor mir, wie du tot im Schutz liegst. Und nur das zaubert mir doch ein Lächeln ins Gesicht. Joker, halt deine verdammte Grinseklappe. Bitte. Ah, so viel schweres Geschütz. Wir nehmen einen kleinen Umweg. Das gefällt mir nicht, hier so offensiv hereinzuspazieren. Aber ich muss sagen, es ist echt vom Aufbau der Level doch ganz gut gemacht, wie sich hier so quasi Gegner und Level und also so Open World und abgeschlossener Bereich quasi ineinander einfügen. Man hat irgendwie immer das Gefühl, man ist in einer Open World, obwohl man eigentlich quasi... Der Ofen erzeugt zu viel Hitze. Ich muss nach einem anderen Weg suchen. Oracle, such einen Weg, der in das Stahlwerk führt. Ja, da möchte ich nicht rein. Ich vermute, du willst die gefährlichste Route, die möglich ist. Wie soll ein Erfolgskonzept verändern? Tja, du hast Glück. Es führt nur noch der Weg über die Wärmetauscher südlich vom Gebäude hinein. Ich markiere es auf deiner Karte. Die Wärmetauscher, sehr schön, das gefällt mir. Wärmetauscher klingt viel harmloser. Dann suchen wir die mal auf. So, ihr kommt wirklich? Ach, ein Scharfschütze. Warum hat die das eigentlich nicht beim ersten Mal direkt gesagt? Na, ich ganz wette, Freeze hat ihn erwischt. Gemacht, durch den der steckt längst in einem Eiswürfel. Echt? Ja. Ja, Freeze wird verdammt sauer sein, oder? Ich muss mal ganz kurz was ausprobieren, Leute. Moment. Die ganzen Gespräche stören das Kommentieren ungemein im Hintergrund. Mal schauen, ob wir das irgendwie ändern können, was wir abhören. Gotham FM. Tiger Communication. GCPD-Sendung. Riddler-Übertragung. Papageientaucher 0. Hören wir uns die Tiger Communication an. So. Ja, ich möchte. So, die Duckentaste war's. Okay. Wärmetauscher. Ach, hier ist das Batman-Symbol, okay. So, du zielst woanders hin? Da scheint der Eingang. Nee, der Eingang ist hier. Irgendwo. Egal. Erstmal. Diesmal nehmen wir uns aber alle ganz doll vor, Batman aufzuhalten. Ja? Als Vorsitzende fürs neue Jahr. Schön, dass Joker sich wieder besser anhört. Dachte, er würde ins Gras beißen. Das ist eigentlich ein. Guter Punkt, um mal zu fragen, was habt ihr euch eigentlich vor Vorsatz für das neue Jahr genommen? Schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn ihr euch etwas beteiligen wollt. Das ist immer so unglaubliche Leere und so eine Öde und
Ich hätte nichts dagegen, wenn wir doch mal versuchen. Und einmal weniger. Ups, da irgendwie zu füllen. Von dem Kerl davor. So, wo ist die Rauchbombe? Was Joker sagt. Ich sichere die Tür. Hier ist jemand. Das ist nicht gut. Er wacht nicht auf. Ihr seht doch gar nichts. Okay, perfekt. Rauchbomben, ihr seid die Besten. So, dann. Wo seid ihr? Da seid ihr. Zum Henker bist du, Batman. Keine Bewegung. Oh, er hat in die Richtung geguckt. Verdammt. Ich wollte eigentlich von hinten so ganz elegant ausschalten. Aber ihr müsst es mir jetzt zunichte machen. Ich leg dich um. Nein, ich werde nicht fliehen. Keine Sorge, ich komme wieder, wie immer. Irgendwann, irgendwie. Du scheinst mir vielversprechend zu sein. Weg von mir! Verschwinde! Ja, dachte ich mir schon, dass er hinterherkommt. Oh nein, hab's verloren! Wie, du hast, was hast du verloren? So, du bist jetzt dran, mein Freund. Keine Bewegung, keine Bewegung! Natürlich falle ich hinunter. Nur noch einer, sehr schön. Weißt du was? Für Leute wie dich gibt es... Wo bist du? Hier drüben! Oh, verdammt. Beeile! Puh. Egal. Ausgezeichnet. Muss ich hier denn wirklich alle... Ja, mal Austauscher! Ich wollte doch mit den kleinen Tanzbären. Und andächtige Stille im Ladebildschirm. Ich schlaf noch einmal währenddessen. Geht es weiter? Das Ladesymbol zeigt, jawohl! Und dann? Weißt du irgendwas über Protokoll 10? Klingt gruselig. Ja, ich habe gestern mit Professor Strange telefoniert. Er hat mir gesagt, was es ist. Echt? Was ist es denn? Bist du so blöd, wie du aussiehst? Wieso sollte ich den Kerl anrufen, der hier das Sagen hat? Ich dachte, er hätte dich angerufen. Halt's Maul, okay? Bleib einfach stehen und versuch nicht umzufallen, ja? Ich dachte, er wird wirklich was. Entdeckung, es ist Batman! So, Schmetterschlag. Natürlich unterbricht er erstmal ihn. Gut, zeige ich es erstmal eben dir. So, und danach kümmere ich mich hier um ihn. So. Eisschmettern ausschalten. Egal. So, noch mehr Erfahrungspunkte. Ups, ja, sehr elegant. Hierhin würde ich haben. So. Und ich habe auch bald schon wieder ein Level up, wenn ihr mal auf die kleine grüne Leiste über meinen Lebenspunkten schaut. Die gerade irgendwie nicht angezeigt wird. Da oben links, jetzt wird es angezeigt. Ja, ich glaube, hier nach müsste schon fast ein Level up geben. Ach komm, das ist verdammt knapp. Ha, es hat gereicht. Dann würde ich nichts gesagt haben. Freeflow Power Ausrüstung. Nein, ich kaufe mir keine Abwehr. Ja, die haben wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Mach mir das hier vollständig, dass wir im Kampf so gut ausgerüstet sind, wie es geht. Hier. Wenn du im gezielten Freeflow-Modus Schnellkampf-Ausrüstungsgegenstände aussetzt, erhöht diese Verbesserung deren Wirkung deutlich. Ah, okay. Sobald du allerdings einen Freeflow-Ausrüstungsgegenstand zum Einsatz kommt, ist der gezielte Freeflow-Modus sofort beendet. Ja, den kriege ich ja mit ein paar Schlägen wieder. Hoffe ich. Also gut, ich kann dann mein Batarang, meine Stromladung, mein Eis irgendwie, also ganz mal auf diese Doppeltaste eben auslösen. Sowas hier. Oder... Sowas hier. Oder sowas hier. Und das wird dann stärker. Ach, wir sind in der Kanalisation. Ich habe irgendwie schlechte Erinnerungen an die Kanalisation. Das letzte Mal, als ich in der Kanalisation war, war ein riesiges Krokodil hinter mir her.
Egal, schauen wir uns erstmal das an. Ein Riddler Schalter. So, wer möchte, kann hier mal pausieren und gucken, was hier wohl rauskommt. Ich tippe auf logisch. Ihr könnt auch mal kurz raten, ich drehe mal weiter. Tja. Ein unglaublich schweres Passwort. Meins. Der Anzug wird den Kontakt mit diesem Wasser auf keinen Fall überstehen. Der Freeze-Strahl friert es vielleicht lang genug ein, damit ich darauf gehen kann. Batman, warum hast du das gesagt? Ich habe es gerade selbst rausgefunden. Ich habe gerade gehört, dass mein Dad in das Rathaus beordert wurde. Ich möchte doch nicht dahin. Dass das Notfallprotokoll 10 in Kraft gesetzt wird. Weiß Gordon, was Protokoll 10 ist? Es ist eine Sicherheitsmaßnahme nur für den Notfall. Strange hat dem Stadtrat gesagt, dass es ihm nicht gelungen sei, den Einsatz illegaler Waffen im Gefängnis zu unterbinden. Diese Waffen hatte er besorgt. Er hat es die ganze Zeit geplant. Es sieht ganz danach aus. Bei ihm klang es so, als würden die Gefangenen einen Massenausbruch und einen Angriff auf Gotham planen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Crazy shit. Ah, diesmal springt er ja wenigstens. Nicht so, so ein Desaster wie mit den Flüssen. Gut, immer gut Abstand halten von allem, was sich hier bewegt. Wozu auch immer dieses Ding jetzt gut war da. Puh. Sag mal, hast du den Joker gesehen? So viel Action. Ja, er sah okay aus, nicht wahr? Ja, aber was zum Teufel ist da passiert? Gestern sah er noch aus, als würde er verrecken. Und heute? Alles bestens. Ja, ich habe ihn gerettet, quasi. Keine Ahnung. Ich hatte nur gehört, dass die Ärzte ihm nicht helfen können. Quinn ließ mich wegen des Heilmittels sogar eine Ärztin foltern. Ned, was hat sie gesagt? Kurz vor ihrem Tod hat sie immer noch gesagt, dass es kein Heilmittel gibt. Danach war nicht mehr viel. Ist auch egal. Er ist zurück. Der Joker ist zurück. Ah. Ja, das ist nicht gut. Der Joker ist zurück. Der Joker ist immer Bote ganz, ganz schlechter Nachrichten. Und wir sind auch noch quasi schuld daran. Aber dann ist ja wohl klar, dass es Ehrensache ist, ihn auch wieder aufzuhalten. Sieht irgendwie normal aus. 6 unbewaffnet. Okay, einer mit einer Rüstung und einer mit einem Messer. Schön, dass das Messer als unbewaffnet eingestuft wird von Batman. Denke ich auch immer so, ach, ihr habt nur Messer mitgebracht. Ja, da braucht ihr schon mehr, um mich aufzuhalten. Letztens ist wieder von ein paar Leuten mit Messern in der U-Bahn attackiert. Kein Problem. Alle ausgeschaltet. Ich habe von Batman gelernt. Hab danach noch meine Maske wieder abgezogen. Keine Ahnung, was die alles so komisch daran fanden. Und stand dann wie ein Boss da. Ungefähr so wie jetzt. Hallöchen, Leute. Oh, nein, nein. Du machst dich nicht mit der Waffenkiste zu schaffen. Du auch nicht. Zumindest nicht, während ich dabei bin. Hallöchen, mein Freund. So. Meinen Schlägen hältst auch du nicht stand in deiner Wasserhunger. Hier ist General Jay. Und ich melde mich mit einem kurzen Statusbericht aus Arkham City. Schon besser. Wie ihr sehen könnt, sehe ich schon viel besser aus. Ach was? Ich sehe besser aus als je zuvor. Ich höre euch sagen, wie kann das sein? Bekomme ich auch was von dem irren Heilmittel? Verdammt, ich will antworten. Jetzt! Also es ist so. Antworten befriedigen auf Dauer niemanden. Ah, das können wir auch machen, wenn ich weitergehe. Manchmal muss man sich auf Enttäuschungen gefasst machen. Noch, verdammt.
Ich werde jetzt mal erklären, beantworten lässt sich diese Frage nur... Der Joker gewinnt. Du und dein das Boss, müssen wir definitiv noch fixen. Wir wollen natürlich, dass Joker auch weiterhin gewinnt. Also wirst du uns alles, was du weißt, über die Pläne von Two-Face erzählen. Darauf hast du vermutlich keine Lust, schon klar. Daher werden wir dich auch überzeugen müssen. Ein Schmelztiegel. Du kannst mich! Ihr steckt ja noch richtig voller Leben. Ich sage nichts! Natürlich tust du das. Mal schauen, ob hier noch spannende Sachen passieren. Du kannst mich doch noch hören, oder? Hallo, ja. Winke, Winke. Ich erkläre dir jetzt mal, wie das läuft. Ich werde dich in das Loch da unten werfen. Nein, wie schlimm. Oh, wie schlimm, kochendes Wasser. Tja, und da unten ist es sowas von warm. Ach, ich kann den Rest gar nicht ausschalten. Es ist die blöde Fledermaus! Hallo, mein Freund. Wer lacht zuletzt? Was sollte das denn? So, und jetzt erzählst du mir alles, was du weißt. Sonst lasse ich dich hier runter. Bitte, hol mich hier runter. Mein Ding. Nein, ich springe da nicht rein. Denk gar nicht mehr dran, Batman. So, komm, möchtest du kämpfen? Wer hätte damit gerechnet? Batman rettet mich. Oh, er scheint nicht kämpfen zu wollen. Ach, noch Kohle. Joker wird's bereuen, sich mit Two-Face angelegt. Ja, ja, mein Kleiner. Hä? Was zur Hölle? Ach, komm schon, das ist nicht dein Ernst. Danke. So, schon wieder eine dieser Stromladungen, die man nur durch so ein dünnes Gerät erreichen kann. Wie auf dem Dach. Das macht mich kirre. Leute, was für eine Waffe brauche ich hier? Ich will diese Dinger haben. Moment, man konnte die markieren. So, sehr schön. Wenigstens das kriege ich noch hin. Oh, und ich sehe gerade, wir sind schon wieder über der Aufnahmedauer. Deswegen mache ich hieraus eine lange Folge und beende danach die Aufgabe endgültig am nächsten Speicherpunkt. Ist das hier ein etwas längeres Finale quasi dieser Folge? Da ist etwas... Ach nee, das ist nur so ein Ranzi-Dingens. Gut, das scheint auf dieses Gerät hier hinauszulaufen. Meine Klaue auswählen und drauf da. Okay, ausweichen. Einmal in die Mitte ziehen, aber nicht zu stark. Ups, knapp. Rechts lang. Moment, da ist eine Trophäe. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich will hier lang. Puh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ui. Eieieiei. So viel Action hier. Und gegen den Strom ziehen ist auch nicht lustig. Jetzt muss man hier wie blöd die Leertaste mashen. Oder geht es auch entspannter? Ah, es geht auch entspannter. Ah, dann nimmt er ein bisschen mit dem Tempo ab. Komm, Batman, noch ein kleines Stückchen. Du hast es fast geschafft. Sehr schön. Ich habe mich ins Kamerasystem des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen Strange, dass sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber sie haben ihm die Erlaubnis dazu gegeben, oder? Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Jeder hat für diesen Fall besondere Befehle erhalten. Sie sind zu befolgen. Brauchst du immer noch eine Antwort? Bruce, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. Moment! Das eine Riddler-Rätsel, wo ich gestorben bin. Eis. Gift. Aha! Ich glaube, ich weiß, was das Rätselslösung ist. Ja, was das Rätselslösung ist. Mhm. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Das bedarf hoffentlich keine weiteren Erklärungen. So, komme ich da hoch? Nein! Uiuiui. Oh Gott. Ich bin zu alt für diesen Kram. Und ich bin vor allem zu alt, mich hier durchzusuchen. Ich habe keine Ahnung, wie... Ich glaube, das war falsch.
Egal, machen wir einfach die langweilige Methode. Da muss ich vermutlich lang. Okay. Oder wir machen den Detektivmodus an. Ja, toll. Wahnsinn. Das überrascht mich ja so. Nee, da unten komme ich nicht lang. Ja gut, von da bin ich gekommen. Da sieht es vielversprechend aus, aber komme ich nicht rein. Es sei denn, ich gucke mich einfach mal kurz um. So, mal schauen, was ich hier auftreiben kann. Nee, von hier bin ich auch, glaube ich, nur gekommen. Ja, ja, hier oben war mein Trophäe, langweilig. Gegen die Wand damit. Doch, hier war ich schon ganz richtig. Ich kann einen ferngesteuerten Batarang benutzen, um Schalter außer Reichweite umzulegen. Also doch ein Schalter. Dann muss ich vielleicht doch diesen ganzen Kram mit den Batarangs erledigen. Ich glaube, da muss ich hier lang. So. Eieiei. Fast. Ich glaube, das ist gar nicht so falsch, diesen Weg hier zu gehen. So, und rein da. Ein Batarang hält genug Spannung aus, um die Sicherungen zu überladen. Ja, was habe ich denn gerade gemacht? Alter, ich habe ihn gerade reingehauen. Naja, vielleicht. Dann mit etwas mehr Schub. Was zur? Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, was habe ich denn hier gemacht, Batman? Ich habe das nicht, wenn ich mich nicht irre, schon mal an diesen Schalter versucht mit so einem Batarang. Und jedes Mal ist genau das passiert, was mir jetzt hier passiert. Nämlich nichts. Also entweder ich treffe nicht richtig, das werde ich jetzt mal versuchen nochmal zu umgehen, indem ich ein bisschen... meine Maus will nicht. Es ist schwieriger, als es aussieht. Pust. So. Okay, hier lang. Dann nach hier. Verfluchte Scheiße. Ob es 180 Grad wendet, ist zu... zu eng. Ich muss es tatsächlich auf diesen Umweg machen. So, okay. So, hier durch. Und jetzt? Ein Batarang hält genug Spannung aus, um die Sicherungen zu überladen. Ja, was mache ich? Warte mal. Vielleicht muss ich den erst nicht durchjagen, um ihn mit Strom aufzuladen. Kann das sein? Aha! Ah, awesome. Okay. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Das war gut gemacht. Also, vom Spiel. Von mir natürlich auch. Von mir war es awesome, aber vom Spiel war es auch ganz passabel gemacht. So. Weiter geht's. Da sehe ich hier vielleicht noch irgendwas? Nein. Oder, ja. Egal. Da, stehen bitte. Keep out, danger. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Was zur? Da war etwas. Ich möchte noch mal ganz kurz darunter. Ich habe da nämlich etwas gesehen. Du entkommst mir nicht. Na toll. Okay, muss ich das anders machen. So, Batarang wieder. Ach, hier Batclaw wieder auswählen. Ah, perfekt, das reicht schon. Ich wusste es. Yes! Wo komme ich hier raus? Schon 24 Minuten Folge, Leute. Genießt es. Ah, langweilig. Moment, das hat schon so seinen Sinn, glaube ich. Man muss ja irgendwie hier wieder rauskommen. So. Geh auf, Scholle. Ah, wenigstens zählt er relativ genau mittlerweile. Irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich da am Anfang mal falsch gemacht habe. Auf dem Wasser, dass ich immer hier neben gesprungen bin. Also neben diese Flüsse. So, und Jokers... Was, nee. Death Ride. Ah. Death Ride, okay. Wow, das war Krüppellesen von mir. Dann mal rein da.
Mit Anlauf? Nein, er läuft nur gegen die Wand. Okay. Wieso auch immer ich das jetzt nicht gesehen habe, obwohl es direkt vor mir war. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Oh, ein langes Rätsel. Schwärmen. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ihr könnt auch mal kurz raten. Schwärmen. Narrisch, okay. Hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Oh, da war eine Catwoman-Trophäe dran. Also, ich hoffe, wir werden die nochmal spielen, weil eigentlich hat sie schon Spaß gemacht, auch wenn ich absolut nicht so mit ihr zurechtkam. Oh, und eine Ripper-Trophäe. Gut. Ach, der Magnet, der wird sein. Den habe ich gesucht. Linkmaustaste zum Zusammenziehen. Sehr schön. Gut, dann geht's wohl hier lang. Oi. Oh, hat mich das erschreckt. Du bist es. Tut mir leid. Und was macht sie schon wieder hier? Schon gut. Sie sind sicher. Hast du ein Glück. Ich hätte dich damit umbringen können. Glauben Sie mir, wenn jemand mit einem Eisenrohr auf mich losgeht, bekommt er nicht die Gelegenheit, sich zu entschuldigen. Was ist geschehen? Ich habe getan, was du gesagt hast. Ich habe mich versteckt und sie beobachtet. Die haben im Nachbarraum irgendwelche Dinge auf dem Boden platziert. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Klingt, als würde Joker versuchen, mich mit Minen zu stoppen. Funktioniert das? Sehe ich besorgt aus? Besorgt? Nein. Krank? Sehr. Du siehst schrecklich aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie zurück in Ihr Versteck. Ich kümmere mich um die Minen. Minen. Ich warte nur auf die Panzer. Ich warte nur drauf. Komm ich gleich mit einer ganzen verdammten Armee. Aber da steht das Speichern-Symbol unten in der Ecke. Ihr habt jetzt 27 Minuten mit garantiert 7 Minuten davon Ladescreen, die ihr genießen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.